Hallo Zuschauer. Heute mal ein kleines Update zum Fahrrad, das ich vor einiger Zeit gebaut habe als Alltagsfahrrad. Und was wäre da passender, als mal einen Einkauf zu machen? Dazu den kleinen Anhänger kurz montieren und anstecken. Und dann etwas beladen. Und dann geht's auch gleich schon los Richtung Supermarkt. So, alles Wichtige gefunden, dann kann es ja wieder losgehen. Bergauf ist es natürlich so eine Sache, hab keinen E-Antrieb, irgendwann heißt es schieben. Aber gut, gucken wir uns nur einmal kurz das Fahrrad an und was es zu sagen gibt nach der bisherigen Laufzeit. Wirklich was ändern musste ich nicht mehr, Schaltung läuft weiterhin wunderbar zuverlässig. Ich habe ein Batterielicht angesteckt und natürlich eine Klingel, verkehrssicherheitstechnisch. Schutzbleche sind dran, Bremse musste ich bisher auch nichts dran machen, ist immer noch die gebrauchte alte Bremse. Und so zieht sich's eigentlich auch weiter. Wir haben dann natürlich die Kette und die Schaltung, die muss nur ab und zu mal ein bisschen geputzt und geölt werden. Also ist es wirklich wenig Wartungsaufwand hier vorhanden. Die Schaltung ist auch nur ein Zug. Hinten habe ich gar keine Bremse dran, außer der Rücktrittbremse natürlich. Somit ist auch die Wartung hier sehr gering. Anhängerkupplung habe ich natürlich angefügt für den Alltag. Und das war es eigentlich auch. Bis auf eine Kleinigkeit. Das Sattelrohr hat sich zwischendurch mal verbogen. Da habe ich dann einfach eine alte Lenkerstange ein Stück abgeschnitten und reingeklopft. Hält wieder hervorragend. Gut, das war eigentlich das kleine Update hierzu. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.